Ja, hi und herzlich willkommen. Heute interviewen wir Eike Zimpelmann von der ÖDP und Landtagskandidat für Karlsruhe West. Ja, Herr Zimpelmann, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Von mir auch nochmal Hallo an die Zuschauer und Zuhörer. Mein Name ist, wie gesagt, Eike Zimpelmann. Ich bin 39 Jahre noch jung und bin in einer festen Partnerschaft, habe keine Kinder. Meine Partnerin hat zwei Kinder, die 16 und 20 sind. Genau, ich bin Wissenschaftler. Ich habe früher als Ingenieur gearbeitet und arbeite jetzt im Bereich Berufspädagogik am KIT. Und beschäftige mich da eben mit der Weiterentwicklung der Berufsbildung, Ausbildung von Berufsschullehrkräften und Ähnliches. Wann und warum hast du dich für die ÖDP entschieden? Das war tatsächlich erst 2019. Also ich habe lange damit gehadert, in eine Partei einzutreten, weil ich immer dachte so, naja, verkrustete Strukturen, man kann da nicht richtig was bewegen und das wollte ich eigentlich nicht. Tatsächlich beobachte ich die ÖDP aber schon länger, seit na, 2014 muss das circa gewesen sein und ich fand einfach das Programm total gut. Also ich habe einige Parteiprogramme durchgearbeitet und war von dem Parteiprogramm wirklich überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, beobachtest das mal weiter und dann guckst du mal. Und ja, dann war 2019, gab es gerade die Möglichkeit einer Probemitgliedschaft. Da habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal aus, mal gucken, wie es so ist für ein Jahr und war dann eigentlich auch sehr zufrieden. Also genau, deswegen bin ich da dabei. Also ja, gerade die für mich wichtigen Themen sind in der Partei halt auch sehr gut abgedeckt. Ja? Also Umweltschutz, Bürgerbeteiligung, da sehe ich mich schon sehr drin wieder. Ne? Es ist jetzt so bei der ÖDP, dass die meistens vor allem also eher auf Landesebene ja doch noch weit von der 5%-Hürde entfernt sind. Warum hast du dich für so eine kleine Partei entschieden? Aus Überzeugung fürs Programm. Also ich habe eigentlich immer gesagt, so, es ist eigentlich sinnvoller, hinter einem Programm aus Überzeugung zu stehen, als jetzt dann das kleinere Übel zu wählen. Ja? Und mir ging es halt nicht drum, jetzt irgendwie groß, ja, keine Ahnung, dann eine Staatssekretärlaufbahn, da Hauptsache in eine hohe Position zu kommen oder sowas, sondern mir ging es darum, wirklich aus Überzeugung Politik zu machen. Und deswegen bin ich dann auch bei der ÖDP. Bin jetzt auch im Herbst letzten Jahres dann gleich zum Kreisverbandsvorsitzenden gewählt worden. Das ist, ja, ist schön. Also ich habe richtig Spaß dran, da was zu bewegen, ein bisschen was voranzutreiben. Und das, ja, finde ich ganz gut, finde ich cool. Dein Mitkandidat für Karlsruhe hat gestern zu uns gesagt, dass die ÖDP für ihn vor allem sowas wie die konservativen Grünen sind. Würdest du dem zustimmen? Höre ich oft, würde ich nicht so sagen. Also, wir haben Aspekte, die als konservativ angesehen werden können. Also bei uns ist die Familienpolitik zum Beispiel sehr wichtig. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass wir ein Erziehungsgehalt fordern. Ich sehe es aber anders. Also für mich ist das ein Aspekt der Wahlfreiheit. Und ich finde, dass die ÖDP in vielen Punkten sogar progressiver ist als die Grünen. Beispiel ist die Wirtschaftspolitik. Also die Grünen glauben ans grüne Wachstum. Also die wollen im Prinzip ein ständig weiteres Wachsen. Und wir setzen uns halt für eine Überwindung dieses Wachstumswahns ein. Und das ist wirtschaftspolitisch deutlich progressiver. Deswegen jein. Also familienpolitisch ja, ansonsten nee, eigentlich nicht. Ja. Okay, wir haben gestern nicht über Familienpolitik geredet. Möchtest du uns kurz mal so ein Bild zeichnen, was denn die Familienpolitik der ÖDP ist? Ja, kann ich machen. Also die ÖDP. Ja, möchte Familien fördern, weil sie sagt, es sind, also Familien werden halt tatsächlich mit sehr vielen Belastungen konfrontiert. Und da so, muss auf jeden Fall eine Wertschätzung her und eine Förderung. Ja, also es sollen Lasten von den Familien genommen werden. Was ich den markantesten Punkt finde tatsächlich, das ist dieses Erziehungsgehalt, was ich gerade schon angesprochen hatte, und auch ein Pflegegehalt. Also das findet sich auch auf unseren Wahlplakaten wieder. Dass man halt, wie gesagt, die Wahlfreiheit hat, ob man jetzt sagt, okay, ich möchte mich um meine Kinder
kümmern, selber kümmern, oder ich möchte meine Angehörigen selber pflegen, dass da einfach ja eine freie Entscheidung ist und kein wirtschaftlicher Zwang, ne? Dass man sagt, ich muss meine Kinder jetzt in eine Kita geben, kann man ja trotzdem noch. Ja? Aber es ist halt schade, wenn man muss und es nicht frei entscheiden kann. Also ich finde das auch schwer mit der Menschenwürde vereinbar. Wenn du jetzt Genau. Familien sagst, meinst du dann speziell das alte Familienbild oder meinst du jede Form von Familie? Das ist jede Form von Familie. Es ist auch dabei egal, wenn man jetzt ein Erziehungsgehalt nimmt, also welchen Geschlechts die Person ist, die das in Anspruch nimmt. Ja? Also ich habe da auch überhaupt keine Probleme damit, wenn es dann jetzt irgendwie homosexuelle Paare sind oder wie auch immer. Ja? Also die können auch genauso gut für Kinder sorgen wie die klassischen heterosexuellen Paare. Also warum nicht? Ja? Okay, Also da ja. spreche ich mich auch deutlich gegen so ein überkommenes Familienbild aus. Das finde ich nicht gut. Ja, Wollte ich auch nicht unterstellen, ich wollte nur fragen. Ja, weil irgendwo konservatives ist klar. Familienbild muss irgendwo herkommen. Nee, klar, ist ja gut, dass du es sagst. Also ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Grünen wie die SPD auch, die setzen halt immer drauf, ja, Kitas, 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 ja, also die öffentliche Hand muss es anbieten, dass die Kinder halt versorgt sind. Wir setzen da halt nochmal einen Gegenpol, dass wir sagen, nee, das kann auch die Familie machen, ja. Aber dazu braucht sie halt auch eine Förderung. Es kann nicht sein, dass man dann halt irgendwie an der Armutsgrenze rumkrebsen muss, wenn man sich dafür entscheiden möchte. Ja, und da ist es einfach wichtig, dass wir ja die Erziehungsarbeit und Pflegearbeit dann halt auch finanziell honorieren. Ja. Dann ist Daher ja. kommt dieser Touch mit dem Konservativen, weil wir halt nicht alles auf den Staat geben. Sondern, ja. Okay. Dann, Valentino, gehört dir die Bühne für die erste Themenfrage. Okay, ja, das erste Thema bei uns ist wie immer Corona. Und ja, wie zufrieden sind Sie aktuell mit den Maßnahmen, die getroffen wurden oder die jetzt auch, sind ja quasi Maßnahmen bis, glaube ich, zum 28. März entschieden worden, heute, glaube ich, oder gestern, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, wie zufrieden sind Sie damit? Nicht sonderlich, muss ich sagen, also eigentlich gar nicht. Also was ich da am meisten kritisiere, ist, dass es halt alles so unklar ist, ne? Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Es wird halt irgendwas in Hinterzimmern beschlossen. Es ist nicht nachvollziehbar. Also das finde ich ein Riesenproblem. Kleines Beispiel. Ich habe eine Alltagsmaske, die ist dreilagig aus Stoff, ja, sehr dick. Mit der darf ich nicht zum Bäcker reingehen, aber mit einer dünnen OP-Maske, die dazu noch schlecht sitzt, darf ich es. Also das kann mir kein Mensch erklären. Ja. Ich verstehe es auch bis heute noch nicht, aber okay. Ja, die Kommunikationspolitik ist auch eine Katastrophe. Also wenn ich mir angucke, das Bundesinnenministerium, das kennt ihr ja bestimmt, dieses Schreiben, dieses Strategiepapier, wo sie dann halt gesagt hatten, ja, wir müssen den Leuten Angst machen, damit sie halt die Maßnahmen mittragen. Geht echt gar nicht, ja. Und jetzt haben wir ja auch noch die neuen Vorgaben, die du gerade auch angesprochen hast. Das ist auch ziemlich kompliziert. Also da muss man sich im Prinzip täglich und über mehrere Tage hinweg die Inzidenzzahlen anschauen. Was darf ich jetzt gerade, was darf ich jetzt nicht? Und ich prophezeie, dass da viele Leute dann vor Geschäften stehen werden und dann doch nicht rein dürfen. Und das führt natürlich wieder zu Unmut. Kann ich nachvollziehen, ja. Und das finde ich einfach ungünstig. Also man müsste da, glaube ich, viel mehr in der Öffentlichkeit drüber diskutieren, sowas gehört in den Parlamenten diskutiert und nicht in einer Runde aus, naja, lauter Leuten der Exekutive, Länderregierung und Kanzlerin. Das gehört in die Verstehst du Parlamente. grundsätzlich, warum das dort diskutiert wird? Also, weil da jeder, wir haben ja den Föderalismus, also jedes Bundesland muss ja teilweise die eigenen Regeln erlassen. Wir haben sogar so krass Föderalismus, dass bei uns ja jeder Landkreis selbst Regeln erlassen kann und darf. Kannst du dir erklären, wo das Gremium dann grob herkommt oder wofür das da sein soll? Naja, natürlich, klar. Also die wollen halt koordinieren, ne? Das ist die eine Frage, damit man sich halt ein bisschen abspricht. Wie gut das funktioniert, sieht man ja, nämlich nicht sonderlich. Und was ich halt
Ja, also was ich halt wirklich eine Katastrophe finde, dass die, klar, die wollen schnell agieren, ja, deswegen macht das auch die Exekutive. Das Infektionsschutzgesetz wurde ja auch entsprechend überarbeitet, damit die Regierung halt auf Verordnungsbasis halt natürlich dann schnell entscheiden kann. Ist ja auch erstmal richtig, aber wieso geht man da nicht hin und sagt, okay, aber die Parlamente haben es danach noch zu prüfen? Also die Möglichkeit gibt es ja und das fehlt mir einfach. Also ja, das vermisse ich sehr. Ja, wie ist es da ansonsten momentan für Ihren Wahlkampf? Kommen Sie damit gut zurecht, mit den Leuten nicht direkt zu kommunizieren, sondern über, ja, Zoom oder über irgendwelche Online-Veranstaltungen? Ja, das ist ein bisschen gemischt. Also es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir nicht so in direkten Kontakt gehen können. Also ich hätte zum Beispiel echt eigentlich Freude dran, glaube ich, mal irgendwie einen Infostand zu machen, jetzt unabhängig von der Wahl. Also ich überlege auch, ob wir das, wenn es mal ein bisschen lockerer wird, ob wir das dann nicht auch einfach mal so machen, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil es ja auch Spaß macht, Politik zu machen, ne? Und das fehlt halt gerade ein bisschen. Was der Vorteil ist, und das finde ich ganz toll, das ist, dass man, also glaube ich, dadurch, dass jetzt halt vieles online läuft, dass deswegen auch, glaube ich, mehr kleine Parteien berücksichtigt werden. Also ich war zum Beispiel vor 2 Wochen auf einer Podiumsdiskussion von der Mobilitätswende, von dem Verein. Ich glaube nicht, dass die uns oder auch die Partei oder Volt oder wen auch immer eingeladen hätten, wenn sie einen Raum hätten mieten müssen. Dann wären es halt doch wieder die üblichen Großparteien geworden, ja. Und insofern, ja, gemischtes Bild. Ja. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ja. Wir hätten unsere Webpräsenz vielleicht noch ein bisschen mehr auf Vordermann bringen können, aber so die Zoom-Konferenzen und die Anfragen und so, die finde ich schon laufen ganz gut. Okay. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist dann. Entschuldigung, ich bin gerade in die Zeile verrutscht. Das ist der Klimaschutz. Wie geht Klimaschutz für dich? Also politischer Klimaschutz, also was würdest du machen, wenn du jetzt in der Landesregierung sitzen würdest? Ja, also es sind ja die klassischen 3 Säulen, ne, die man angehen muss: Verkehr, Energie und Bau. Bauen bin ich jetzt nicht so der Experte, also da habe ich einfach nicht so die tiefen Einblicke. Müsste ich mich dann mit Sachkundigen auch nochmal zusammensetzen. Was mir halt ganz wichtig ist, ist Verkehr und Energie. Also Verkehr ist auch so ein bisschen Steckenpferd von mir, weil ich selber aus einer sehr strukturschwachen Region komme und da aufgewachsen bin. Und da ist halt 2-mal am Tag ein Bus gefahren. Das war für mich eine echte Katastrophe. Ich kam irgendwie nirgends hin. Ja, einer davon war übrigens der Schulbus. Und deswegen weiß ich, was es heißt, wenn es keinen ÖPNV gibt, ja, gerade auch für junge Leute. Und da müssen wir mehr machen. Also wir brauchen einen besseren ÖPNV, wir brauchen mehr Angebote, in der Fläche vor allem. Und das muss vor allem auch bezahlbar bleiben. Also das muss oder werden. Das muss bezahlbar werden, kann man ruhig so sagen. Also wir fordern auch ein 365-Euro-Ticket. Ergänzt um günstige Einzelfahrscheine. Ja, und braucht halt, wie gesagt, ein flächendeckendes Angebot. Das müssen wir bereitstellen, ansonsten kriegen wir die Mobilitätswende nicht hin. Dazu zählt auch mehr Fahrradwege. Also die Fahrradwege in Karlsruhe sind nicht so toll. Ich war bei dieser Podiumsdiskussion, hatten wir auch einen Referenten vom Allgemeinen. Mein deutscher Fahrradclub, der hat mal ein paar Bilder aus Amsterdam, wie das da ist. Ja, da gibt es eine ganze Straße, die wirklich nur für Fahrräder sind. So wie so eine Fernstraße, die so durch die Stadt fährt, ne? Also wenn man jetzt die Kriegsstraße zum Beispiel sperren würde und eine Fahrradstraße draus machen, so ungefähr sah das aus. Fand ich ganz toll und die haben auch wirklich damit einen Mobilitätswandel hingekriegt. Das könnte bei uns in Karlsruhe, könnte die Sophienstraße zum Beispiel sein, ne? Aber aus Landespolitik-Sicht sind das natürlich die Radfernwege, die man da angehen müsste. Also, und auch nicht nur zu den Städten hin, sondern auch Querverbindungen. Also Rheinstetten-Ettlingen ist so ein Beispiel, wo man auch was machen müsste. Ja, das genau. Ja, ansonsten Carsharing, warum nicht auch auf dem Land? Also warum nicht fördern? Kann man machen politisch, ja.
Man kann da Fördermaßnahmen erlassen, damit halt Carsharing auch auf dem Land angeboten wird. Dann braucht nicht mehr jeder ein eigenes Auto. Und das in Kombination mit einem guten ÖPNV ist dann halt schon eine feine Sache. Ja, auch ein ganz interessanter Punkt. Wenn du eine Zwischenfrage hast, gerne, ja? Naja, alles gut. Oder? Noch ist alles gut. Ich Okay. warte ab. Ja, okay. Mein Parteifreund Markus Hollemann, der ist Bürgermeister in Denzlingen. Und der hat es dort geschafft, im Gemeinderat durchzusetzen, dass die für das Abschaffen von Privat-PKWs eine Prämie von 500 Euro bezahlen für die jeweilige Person, die einsetzbar ist für E-Bikes oder für ein ÖPNV-Ticket. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also könnte man auch mal prüfen, ob das nicht auf Landesebene ginge. So, du Okay, wolltest jetzt jetzt. noch was zu Verkehr fragen oder soll ich noch was zu Energie erzählen? Ich hätte jetzt was zur Energie gefragt. Wir haben in Baden-Württemberg aktuell 30% erneuerbare Energien. Wie würdest du die Ja. 100% schaffen wollen? Ja, also genau, Energie wäre jetzt eh das nächste gewesen. Danke, dass du fragst. Also erstens brauchen wir, glaube ich, eine dezentrale Energieversorgung. Mit der zentralistischen Sichtweise, die wir im Moment haben, wo halt die großen Energieversorger vor allem profitieren, das ist nicht zielführend, glaube ich. Also Solaranlagen auf den Dächern zum Beispiel ist so eine dezentrale Geschichte, ne? Warum nicht gucken, dass auf jedes Dach, was halt geeignet ist, vom Winkel her und von der Ausrichtung, eine Solaranlage draufkommt? Im Übrigen ist Solarstrom ziemlich günstig. Ich habe es gerade vorhin nochmal nachgeguckt. Die Einspeisevergütung liegt zwischen 6,32 und 8,28 Cent pro Kilowattstunde. Der Endverbraucher zahlt für Strom, naja, knapp 32. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Also wir könnten es damit billiger hinkriegen. Und jeder hätte was davon. Und wir hätten eine umweltfreundlichere Energieversorgung. Das wäre großartig, ja. Weiterer Punkt, Windkraftanlagen müsste man auch weiter ausbauen. Allerdings wäre ich sehr dafür, dass man dafür sorgt, dass die Anwohnerinnen und Anwohner davon auch profitieren. Also kann ja nicht sein, dass die nur das Ding da vor der Nase sitzen haben, aber dann trotzdem den teuren Strom aus der Steckdose beziehen müssen. Das heißt, du würdest versuchen, über das Mittelstrompreis in dem Moment dann zu arbeiten. Über den Mittelstrompreis zum einen, dazu gehört natürlich auch Subventionsabbau, ne? Also für Kohle und so weiter. Das ist eine Sache und natürlich müssen wir halt einfach auch Förderanreize setzen für den Ausbau der Erneuerbaren. Ja? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Solaranlage auf sein Dach macht. Also warum nicht weiter Was fördern? Ja? für ein Förderanreiz stellst du dir denn vor? Naja, also man kann da entweder mit Zuschüssen arbeiten, oder mit einer weiteren Festschreibung von oder einer nicht weiteren Absenkung der Einspeisevergütung zum Beispiel. Ja. Ich finde sogar, man sollte sie wieder ein bisschen erhöhen. Selbst dann ist der Strom noch bezahlbar. Ja. Also wenn das jetzt wieder auf, keine Ahnung, 2 Cent steigt pro Kilowattstunde, ist das immer noch günstiger als die Kohle eigentlich. Aktuell, ja. Wie ist es mit dem ÖPNV? Du hast im ÖPNV so ein paar Sachen angeteasert und angesprochen. Ja. Hast du noch ein paar andere Ideen, wie man ÖPNV verbessern könnte? Viele Leute sagen, dass der ÖPNV günstiger werden muss. Was ist denn eure Position da dazu? Ja, hatte ich ja gesagt, ne, dass wir ein 365-Euro-Ticket wollen. Also finde ich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ich glaube, ohne da auch preispolitisch was zu machen, kommen wir nicht weiter. Also, das meine ich ja. Also wir brauchen auf jeden Fall einen günstigen ÖPNV mit einem guten Angebot. Also es kann nicht sein, dass man 4 Stunden unterwegs ist für eine Strecke, wo man mit dem Auto nur eine halbe braucht, ja, zum Beispiel. Da müssen wir einfach gucken. Aber um nochmal auf den Preis zurückzukommen, nachdem du gerade gefragt hast, wie gesagt, 365-Euro-Ticket. Ich glaube, das ist bezahlbar für jeden. Und das Ganze muss natürlich ergänzt werden um Einzelfahrscheine. Also für jemand, der jetzt nicht dauernd ÖPNV fährt, sind die 365 Euro natürlich auch erstmal ein Problem. Ja, eine Einstiegshürde.
Wenn du halt sagst, okay, ich fahre zweimal im Monat oder so, dann müssen halt die Einzelfahrscheine günstig sein. Also deutlich günstiger. Ich sage mal 1,50 so in die Größenordnung jetzt für die zwei Waben hier in Karlsruhe zum Beispiel oder auch von Rheinstetten rein oder so. Ja, 1,50 mehr darf das eigentlich nicht kosten. Ansonsten wird es schon wieder unattraktiv. Ja. Sehe ich auch bei meiner Partnerin zum Beispiel. Meine Partnerin wohnt in Rheinstetten, ich in der Rheinstrand-Siedlung, was ja zu Dachslanden gehört. Also wenn sie mit der Bahn zu mir fährt und zurückfährt, kostet das 7,40 Euro. Ja. Das ist völlig irre, das sind 5 Kilometer. Das ist tatsächlich ein Problem. Also, Ja, sowas. wo sich ja Ne? auch viele Da sind wir Leute, uns definitiv einig. wo sich ja auch viele Leute über die Preise beschweren, ist ja beim Thema Mieten und auch ja, Wohnungen und Häuser kaufen. Was würdest du an der Wohnsituation ändern Ja. wollen? Ja, das ist ein wirklich brennendes Thema auch. Also Mieten, die sind ja so rasant gestiegen, weil natürlich auch da rein investiert wird, ne? Also wir haben ja dieses Riesenproblem, dass, naja, die Niedrigzinsphase halt andere Kapitalanlagen unrentabel macht. Und dann kauft man halt Wohnungen und saniert sie ein bisschen und zieht dann halt mehr Geld raus, erhöht die Mieten. Und sowas, das kann eigentlich auch nicht sein, weil damit halt Leute, die da ewig drin wohnen, sich das dann nicht mehr leisten können. Ja. Ganze Regionen oder ganze Stadtteile können nicht mehr so bewohnt werden, wie es vorher der Fall war. Die Mieten sind ja wirklich extrem hoch. Und was ich ganz gut fand, ist diese Mietpreisbremse, die sie in Berlin eingeführt haben. Die hat natürlich auch ihre Probleme. Stichwort, naja, weniger Zubau. Aber warum fängt man das nicht auf, wie es früher war? Also früher ist ja auch kommunaler Wohnungsbau betrieben worden und nicht nur von Privatleuten, die ein Gewinninteresse hatten. Hat jahrzehntelang wunderbar funktioniert, weil es noch die soziale Komponente hatte. Müsste man dringend wieder anfangen, bin ich der Meinung. Also das geht. Genau, wie kann man ansonsten noch die Preise für die Mieten? Habe ich mit dem Stichwort Mietpreisbremse eine Frage beantwortet? Ja, doch, Sorry. eigentlich. Ich glaube, wir sind ein bisschen zeitversetzt, deswegen reden wir irgendwie Okay. Genau, nee, ineinander. Ja. das wäre nämlich sonst meine nächste Frage So, soll ich gewesen. nochmal was zu Mietpreisbremse? Ja, doch. Also, Sie können gerne über über die Ja, red nochmal Mietpreisbremse, bitte. genau. Ja. Ja, Mietpreisbremse. Wie gesagt, also ich finde das Berliner Modell da wirklich gut. Also Mieten deckeln, ja, und auch rückwirkend absenken. Das haben die ja auch gemacht. Und ja, auch bei einer Renovierung muss da halt dringend eine Bremse reingezogen werden, dass es das nicht explodiert. Und wir müssen auch das, was schon an Preisen explodiert ist, wieder ein Stück zurückschrauben. Ansonsten das nicht gerecht, weder sozial gerecht noch tragbar für die Zukunft. Hast du so ein bisschen sozialen Wohnungsbau angesprochen? Das ist ja was, wo man sich in Karlsruhe jetzt prima auch im Gemeinderat für einsetzen könnte. Warum tretet ihr nicht zur Gemeinderatswahl an? Ha, das ist eine gute Frage. Das werden wir nämlich bei der nächsten Wahl machen. Ja, nein, also das ist tatsächlich geplant. Wir wollen auf jeden Fall bei der Gemeinderatswahl antreten. Weil wir da natürlich auch einiges von unserem Programm bewegen können. Ne? Und ich weiß nicht, warum es bei der letzten Wahl nicht passiert ist. Da war ich ja auch noch nicht in der Partei. Deswegen kann ich da nichts über die inneren Strukturen sagen oder Abläufe. Aber das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, dass wir das auch machen. Ja. Kommen wir so ein Insofern bisschen. danke nur für den Anliegen. Ja, muss man mal so fragen. Ja, ist gut, ist super. Kommen wir so ein bisschen zum Thema Wirtschaft. Ja, wir haben ja aktuell Corona, ist ja hier, und wir haben dadurch auch so ein bisschen eine strauchelnde Wirtschaft. Das merkt man jetzt nicht an jedem Wirtschaftszweig. Also, wenn man die DAX-Unternehmen sich anguckt, die haben Kursgewinne ohne Ende. Aber wir haben viele Kleinunternehmen, die über Probleme klagen. Mal angenommen, du würdest in den Landtag kommen, was wäre denn dann
deine Idee für ein Konjunkturpaket? Wie kann man denen helfen? Ja, also was ich sehr gut finde an der Krise, dass sie eine Chance bietet. Natürlich ist die Krise erstmal ein Riesenproblem, aber in jeder Krise steckt auch eine Gelegenheit. Und wir müssen jetzt so oder so richtig viel Geld in die Hand nehmen, damit das irgendwie alles am Laufen bleibt. Ich würde mir wünschen und will mich dafür stark machen, dass wir dieses Geld, was wir da in die Hand nehmen, einsetzen, um unsere Wirtschaft hin zu Nachhaltigkeit umzuwandeln. Das ist im Rahmen von Corona-Bonds ist das ja auch schon diskutiert worden, dass man vor allem nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zum Beispiel fördert, ja, oder regional wirtschaftende Unternehmen, die nicht so weite Transportwege haben, weil das natürlich auch ökologischer ist, als wenn alles immer ewig weit um die Welt gefahren wird. Da kann man, glaube ich, ziemlich viel machen. Und das fände ich auch super. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, wenn man, also mit den kleinen Betrieben, ne? Also wer denkt jetzt zum Beispiel an die Friseure, der kleine Einzelhändler und sowas. Da ist, glaube ich, mit Nachhaltigkeitskriterien schwieriger zumindest. Da ja, muss man, also muss auf jeden Fall schneller was passieren. Ja? Also das sind ja regional wirtschaftende Unternehmen, sage ich mal. Ja? Der Friseur, der wird jetzt nicht irgendwie da rumfahren und deutschlandweit oder weltweit die Haare schneiden. Da muss das Geld schneller fließen. Also das kann nicht sein, dass die irgendwie fast ein Jahr auf Gelder warten. Das, glaube, sowas darf nicht. Bei 3 Monaten sind wir jetzt, glaube ich, gerade. Also die Novemberhilfe war das, wo es das Problem gab, wenn ich das richtig im Kopf habe. November- und Dezemberhilfen wurden sehr spät ausgezahlt. Ja, also ich habe mich heute gerade mit einem Friseur noch unterhalten. Der hat gemeint, also sie haben bis jetzt noch gar kein Geld gesehen. Ne? Und das hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Deswegen habe ich jetzt auch ein Ja gesagt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob da nicht irgendwas beim Antrag schiefgelaufen ist. Kann natürlich sein. Aber ich war echt wirklich erschrocken. Ne? Gibt es Zweige in Baden-Württemberg, die du wirtschaftlich speziell fördern würdest, auch unabhängig von der Corona-Krise? Ja, habe ich ja schon ein bisschen angesprochen. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auf jeden Fall. Und gerne auch Start-ups, wenn das Geschäftsmodell entsprechend, also Aussichten auf Erfolg hat. Ja, ich meine, wir können uns auch nicht auf Dauer eine Defizitwirtschaft leisten. Aber in die Richtung muss es definitiv gehen. Also Nachhaltigkeitskriterien sind bei einer Förderung ganz wichtig. Ja. Hätte man zum Beispiel auch bei der Lufthansa machen müssen eigentlich. Es ist jetzt zwar nicht Landespolitik, aber es geht halt nicht einfach irgendwo Geld reinzubuttern in Unternehmen, die halt danach genauso, naja, umweltschädlich weitermachen wie vorher. Das können wir uns nicht erlauben und das sollten wir auch nicht machen. Also deswegen, ja, ökologische Wirtschaft. Alles klar. Abschlussfrage zum Thema Wirtschaft. Bist du für einen Mindestlohn? Und wenn ja, wie hoch sollte der sein? Ja, also ich finde Mindestlohn absolut gerechtfertigt. Ich habe es auch damals schon gedacht, als überhaupt das erste Mal darüber diskutiert wurde, ich gesagt, ja, das ist eigentlich, also wie wollen wir denn sonst sicherstellen, dass Leute von ihrem Erwerb leben können? Ne? Und ich meine, es geht ja auch immer um die Menschenwürde, die wir zu wahren haben. Insofern Mindestlohn auf jeden Fall. Ja, Höhe. Ich habe es vorher noch mal so ein bisschen überschlagen. Nicht vorher, in die Tage war das irgendwann mal. Ja, also unter 12 Euro sollte es nicht liegen. Also wir sollten definitiv auf die 12 Euro gehen. Das sind knapp 2.000 Euro brutto. Ja, das sind jetzt keine Reichtümer, die man da dann verdient. Aber man kommt damit halt irgendwie über die Runden. Ja? Wenn man dann eine Wohnung in der Stadt hat mit den hohen Mieten, sieht es natürlich schon wieder schlecht aus. Aber unter 12 Euro sollte es nicht sein. Alles klar. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wenn ich darf, ich finde es auch immer blöd, wenn dann damit argumentiert wird, das ist nicht bezahlbar. Also ich habe es eben schon gesagt, das hat was mit Menschenwürde zu tun. Ja? Und wir können doch nicht
Leute, die in unserer Gesellschaft leben, unwürdig behandeln, dass die halt ständig damit beschäftigt sind, wie kriegen sie jetzt, keine Ahnung, was zu essen auf dem Teller und sowas und was soll mit der Rente überhaupt werden und so. Kulturelle Teilhabe ist damit jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja, also das ist bezahlbar und es muss auch bezahlbar sein. Zustimmung. Okay, kommen wir zum Thema Bildung. Gibt es etwas an der Bildungspolitik, die du ändern würdest in Baden-Württemberg? Ja, Bildung ist ja so mein Herzensthema sozusagen, weil ich ja in der Bildungswissenschaft arbeite. Viel. Also ich fange mal mit den jungen Jahren an. Ja? Also ich finde auf jeden Fall, dass man Kitas kostenfrei machen sollte. Es gibt nämlich ein Menschenrecht auf Bildung. Das wissen ganz viele nicht. Aber es steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Grundrecht auf Bildung und freie Selbstentfaltung. Und ja, Kitas haben auch einen Bildungsauftrag, nämlich soziale Bildung. Und keine Ahnung, Entdecken von irgendwelchen Handwerkssachen und so. Wir haben damals auch ganz tolle Sachen im Kindergarten gemacht. Deswegen kostenfreie Kitas. Schulen, ja, genauso wie Kitas und alle anderen Institutionen des Bildungssystems besser ausstatten. Also wir haben da überall ein Personalproblem. Die Leute sind überfordert. Gerade bei den Lehrkräften ist in manchen Fächern ein eklatanter Mangel abzusehen. Ich bin ja im Bereich Berufspädagogik tätig und habe mich da auch natürlich mit den Anzahlen an Berufsschullehrkräften beschäftigt. Baden-Württemberg rechnet jährlich damit, dass 200 Leute nachkommen. Und dann haben wir in den nächsten 10 Jahren noch einen Mangel von vierstelliger Zahl. Ja? Aber es kommen nicht mal 200 nach. So, das heißt, der Mangel wird noch größer. Und das ist natürlich ein Problem. Also warum geht man nicht hin in der Landespolitik und investiert in die Lehrkräftebildung? Sagt, okay, ihr kriegt hier ein gutes Angebot, ihr kriegt auch einen Vorbereitungsdienst oder Referendariat, mal eine vernünftige Höhe an Bezügen. Und nicht so wenig, wie es jetzt halt war, mit Absenkung auch noch und so weiter. Da muss ganz viel getan werden. Ich bin auch sehr dafür, dass man die pädagogischen Expertinnen und Experten von Verwaltungssachen entlastet. Also ich finde den Grundgedanken, den die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aufgebracht hat, finde ich ganz schön mit diesen pädagogischen Assistenten. Warum nicht solche Leute, die wegen ein pädagogisches Bachelorstudium haben oder ein Lehramtsbachelorstudium einsetzen, damit die dann den Verwaltungskram machen, irgendwelche Unterrichtsversuche, Laborsachen aufbauen, in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, die sich dann auf das Wichtigere, nämlich auf die Bildungsfrage konzentrieren können. Finde ich wichtig. Es gilt im Übrigen auch für Hochschulen, ne? Also auch da auf Mittelbauebene, also so die akademischen Mitarbeiterinnen, alles, was unterhalb der Professoren ist. Es ist eine Katastrophe, dass da Leute teilweise nur 3 Monatsverträge haben. Also wir haben da Leute, die sind hochqualifiziert und die werden dann mit 3 Monatsverträgen abgespeist. Ich hatte eine Kollegin, die hat einen 3 Monatsvertrag nach dem nächsten gekriegt, über Jahre hinweg. Die war ständig arbeitssuchend gemeldet, musste sie ja sein. Das ist doch keine Wertschätzung. Nur zum Verständnis, ihr seid dafür, dass Bildung also generell kostenlos ist in Deutschland. Wir sind dafür, dass in der Kita, also ich persönlich, da muss ich jetzt unterscheiden, ich persönlich bin dafür, dass Kitas komplett kostenfrei sind, in Ergänzung zu dem Erziehungsgehalt, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich finde, dass das allein schon deswegen der Fall sein sollte, weil es ja vor allem dieses Volksbegehren dazu gab, was dann ja abgeschmettert wurde, weil das Parlament ja das Haushaltsrecht hat, fand ich aber ein Unding. Parteilinie ist, dass wir das letzte Jahr vor der Schule kostenfrei machen wollen in Kitas und da auch eine Kita- oder Kindergartenpflicht einführen wollen, damit eben halt dieser
diese kulturelle Mischung aus diversen sozialen Schichten und sowas halt auch erfolgt, ne? Damit halt niemand sagen kann, hier, nee, aber mein Kind, das will ich nicht, dass das mit den anderen da zusammenhängt. Und dann kommt man plötzlich in die Schule. Auch Thema Spracherwerb kann ja auch sein, ne, dass zu Hause halt irgendeine Fremdsprache gesprochen wird, Deutsch vielleicht gar nicht richtig. Da ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen reinkommt. Aber ja, wie gesagt, generell eigentlich soziale Durchmischung. Deswegen ist das Parteilinie das letzte Jahr und ich persönlich bin dafür, dass man die Kitas komplett kostenfrei macht. Aber da möchte ich schon das differenziert wissen. Okay, jetzt hätte ich noch als Frage, es gibt ja nicht nur Kitas in Baden-Württemberg, die Geld kosten für Menschen, sondern zum Beispiel Zweitstudiengänge kosten auch Geld. Wie steht ihr da dazu? Ich habe nämlich gelesen, ihr wollt für ausländische Studenten die Studiengebühren wollt ihr abschaffen, das habe ich gesehen, aber zum Zweitstudiengebühren konnte ich nichts finden. Ja, das ist auch ein Thema, was einfach nicht abgedeckt ist tatsächlich. Ich kann dir sagen, ich persönlich bin dafür, dass man das auch abschafft. Ich war ja auch selbst davon betroffen. Und es ist auch einfach nicht nachhaltig, das zu machen. Ja, wir leben in einer Zeit, wir leben ja in einer sogenannten Wissensgesellschaft. Wir brauchen das, dass die Leute sich auch weiterbilden können. Zum einen brauchen wir es wirtschaftlich und zum anderen hatte ich ja auch gerade schon angesprochen, es gibt halt das Menschenrecht auf Bildung. Und da zählt halt auch mal dazu, dass man sich immer weiterbilden darf. Deswegen bin ich absolut dafür, diese Zweitstudiengebühren auch abzuschaffen. Also ja, ich finde, das ist eine Realisierung von einem Grundrecht und das darf kein Geld kosten. Hast du noch was, Valentino? Sonst würde ich zur Digitalisierung springen. Ich vielleicht ganz kurz noch. Ich glaube, ihr. Ja. Ja, Achso. frag. Ich habe mir auch noch was eingefallen, aber Okay. Ich meine in Erinnerung gehabt zu haben, dass ihr gegenüber Gemeinschaftsschulen relativ kritisch gegenüber steht. Kannst du das vielleicht irgendwie noch erklären? kann ich machen, klar. Also was wir wollen, ist, naja, unterschiedliche Schularten und so weiter fördern. Also wir wollen jetzt nicht Gemeinschaftsschulen abschaffen. Ich persönlich finde Gemeinschaftsschulen zum Beispiel ganz toll, weil man ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise gesehen hat, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen besser mit dem selbstgesteuerten Lernen klarkommen. Finde ich ist total wichtig. Aber wir wollen halt auch nicht nur Gemeinschaftsschulen fördern, sondern halt auch das dreigliedrige Schulsystem. Also wir wollen da im Prinzip so einen parallelen Aufbau haben, wo die ja, Eltern und auch die Kinder selber, soweit sie dann schon in der Lage sind, da entscheiden können, welchen Weg sie wählen wollen. Okay. Ja, Ja. du hattest noch was. Genau, danke, ja. Ja, was ich auch noch wichtig finde im Bildungssystem, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber es ist eigentlich total wichtig. Ich habe ja schon gesagt, dass es ja was mit Grundrechtsverwirklichung zu tun hat. Ich glaube, wir müssen das ganze Bildungssystem aufwerten. Ja? Also ich habe den Eindruck, dass da sehr viel so, ja, die gehen da halt hin und dann kommen sie raus und dann sind sie vernünftige Leute, die dann arbeiten können und dann sind sie was wert. So wirkt es halt leider. Ich meine, wenn man sich den Bauzustand der Schulen anguckt, wenn man sich anguckt, dass für Schulen keine Luftfilter angeschafft wurden, weil sie ja angeblich nicht wirksam seien oder die Wirksamkeit nicht nachgewiesen wäre. Andererseits aber für die Ministerien Luftfilter angeschafft wurden, dann finde ich das widersprüchlich. Und ich finde, dass man tatsächlich auch, ja, also alsbald Luftfilter für die Schulen anschaffen muss und auch natürlich die Gebäudesanierung, die ja auch jetzt mit Bundesmitteln und so angegangen wurde, ne, es muss auf jeden Fall ja, weitergehen. Also das, ja, es kann doch nicht sein, dass unsere nachkommenden Generationen da in ein Gebäude gehen, wo sie denken, oh Gott, wo bin ich denn hier? Ja, ich bin ja nichts wert. Das geht nicht. Wollte ich nur sagen, das ist mir sehr wichtig. Deswegen, ja. Alles gut. Wir sind eh noch nicht ganz fertig beim Thema Bildung. Wir kommen nämlich noch zum Thema Digitalisierung in Bezug auf Bildung. Ihr seid ja grundsätzlich wahrscheinlich wie alle Parteien da dafür, Digitalisierung in Schulen voranzutreiben. Wie kann es denn besser passieren, als es aktuell passiert? Naja, wir sind da, also ich würde es mit einer kleinen Einschränkung versehen wollen, die Grundaussage, die du gerade getroffen hast.
Also grundsätzlich ja, wir wollen Digitalisierung vorantreiben, aber wir wollen auch nicht alles nur digitalisieren, damit es digitalisiert ist. Also bei uns im Parteiprogramm steht ja auch, Kinder haben ein Recht auf eine analoge Kindheit. Also es muss auch digital freie Räume in dem Sinne geben, zum einen. Und zum Zweiten kommt bei uns der Punkt noch dazu, dass wir halt sehr skeptisch sind, was die Auswirkungen von 5G angeht. Ich selbst habe mich da jetzt in der Tiefe noch nicht mit befasst, aber es gibt halt auch Leute, die elektrosensibel sind, ne? Also die wirklich Probleme haben mit Elektrizität und elektrischen Feldern. Und ich glaube, die muss man auch ein bisschen im Blick behalten. Was wir wollen, ist Einsatz von Lichttechnik. Also man kann ja auch per Lichtsignalen kann man ja auch sehr schnelles Internet machen, auch mit Mobilgeräten im Übrigen. Das wollen wir stark fördern. Wir wollen nicht flächendeckend WLAN haben. Das ist auch nicht die Frage. Die Frage war ja eher Richtung Digitalisierung bezogen, was ihr in den Schulen besser machen würdet. Ja, genau. Weil wir Naja, sind gut. ja, also warte kurz, weil wir sind ja vom analog, also von komplett digitalem Unterricht sind wir ja sehr weit entfernt. Also. Na klar. Ja, also mir war es jetzt nur wichtig, diese Unterschiede rauszustreichen, ne? Also, dass wir, da haben wir vielleicht auch nochmal ein Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Parteien, die halt sagen, ja, wir brauchen mehr WLAN-Router und so. Nee, das wollen wir so nicht. Deswegen war es mir wichtig, das zu sagen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Schulung des Lehrpersonals. Ja, es passiert ja ständig, es entwickelt sich ja ständig weiter. Und gerade die IT-Branche und der IT-Bereich ist ein Bereich, der sich sehr schnell wandelt. Und ich glaube, dass da viele auch gerade mit den neuesten didaktischen Konzepten und Methoden überhaupt nicht vertraut sind. Und dann ist da halt so eine Hürde, wo man sich halt schwer tut, da erstmal drüber zu gehen und das mal so richtig zu machen. Ja. Und wenn, dann macht man es aber in der Struktur genauso, wie man vorher den normalen Unterricht gemacht hat. Und das hat aber nichts mit der Nutzung der Möglichkeiten dieser digitalen Technologien zu tun. Klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch Whiteboards an den Schulen habt oder hattet. Die werden häufig wie eine klassische grüne Kreidetafel benutzt. So, Ja. sorry, aber dafür brauche ich kein Whiteboard, ja? Also keine mit diesen ganzen Möglichkeiten, die die haben, ja? Da kann man Sachen drauf projizieren, da kann man wunderbar interaktiv mitarbeiten, aber man muss es halt wissen und man muss es mal gemacht haben. Deswegen glaube ich, ist da die Fortbildung eine ganz zentrale Baustelle, wo man rangehen müsste. Das ist ja wieder mein Bereich, eine Lehrerausbildung oder Lehrerweiterbildung in dem Fall. Da kann man, glaube ich, sehr viel bewegen. Und ja, mir ist noch wichtig zu sagen, es ist nicht mit der Ausstattung getan, ne? Also will ich nochmal hervorheben. Es hilft nichts, da jetzt teure Geräte hinzustellen und dann stehen die da und keiner nutzt es. Da muss einfach viel mehr Expertise in die Lehrerschaft rein. Ja, genau. Auch wie ich digitale Betreuung machen kann. Also es war ja jetzt in der Corona-Krise auch das Problem. Gerade von, naja, Schülerinnen und Schülern aus sozial schwächeren Haushalten, wie es ja immer so schön heißt, dass die halt Probleme mit dem selbstgesteuerten Lernen hatten. Ja. Ganz praktische Probleme wie, ja, ich habe kein Zimmer, wo ich alleine arbeiten kann. So, Oder ich kann niemanden ansprechen und fragen. Ja. Auch ein Riesenproblem. Es waren nicht so die fehlenden Geräte. Deswegen, also ich glaube, wir müssen da im Umgang mit den Medien und den digitalen Geräten müssen wir, glaube ich, da müssen wir ansetzen und nicht so sehr an der Ausstattung. Aber teilweise ja auch an der Ausstattung. Also Na jemand, der klar. kein Gerät hat, kann natürlich schlecht am digitalen Unterricht teilnehmen. Na klar, das ist absolut richtig. Also das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte jetzt nicht behaupten, dass jeder ein Gerät hat, aber ich glaube, sich darauf zu fixieren und nur das in den Fokus zu stellen, wie es ja häufig gemacht wird, das ist ein Fehler. Und das ist, ja, es ist eine grundlegende Voraussetzung oder eine notwendige Bedingung, um jetzt einen Begriff aus der Mathematik zu wählen, aber es ist keine hinreichende Bedingung. Okay. Da muss viel mehr passieren. Okay. Kommen wir noch zum Thema Integration.
Leistet für dich Baden-Württemberg aktuell eine gute Arbeit in Bezug auf Integration? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Bezug zu. Also kann ich schwer einschätzen. Nee, also kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Es ist nicht mein Themenfeld. Aber bin da natürlich offen für dafür darauf angesprochen zu werden. Ja? Also wenn da jemand irgendwie Probleme hat, natürlich, klar. Okay. Was ein anderes Thema noch ist, ist das Thema Rassismus. Und zwar siehst du ein Problem, ein Rassismusproblem, vielleicht auch ein strukturelles Rassismusproblem bei der Polizei und bei Polizeibehörden? Das ist auch eine schwierige Frage. Also ich glaube, man muss es sich mal genau empirisch angucken. Also da müsste man mal eine ordentliche Grundlagenforschung betreiben. Ich glaube nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie alle Polizistinnen und Polizisten irgendwie rassistische Vorurteile haben. Ich glaube, dass viele von denen auch eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Die haben natürlich auch das Problem, massiv unter Druck zu stehen, ne? Also das merkt man ja bisweilen, die sind sehr angespannt, eingespannt und so. Ja, aber man müsste es untersuchen, um auf die Frage zurückzukommen. Man müsste es wirklich sich mal anschauen, bin ich sehr dafür. Und nee, das ist kein Pauschalverdacht. Also ja, einfach um es zu wissen. Ja? Und auch diejenigen, die keine rassistischen Vorurteile prägen, halt auch zu entlasten. Weil es ist ja ein Thema, was jetzt auch schon länger durch die Medien geht und immer mal wieder aufkommt und so. Ich glaube, das wäre für alle das Beste, wenn man das mal wirklich untersuchen würde. Ja, genau. Es ist auch nicht, glaube ich, etwas, was man allen Polizistinnen und Polizisten unterstellt, sondern es ist einfach, dass man sagt, okay, vielleicht, es wird auf jeden Fall ein Rassismusproblem geben, so wie jetzt sonst bei uns in der Bevölkerung ist. Aber ob das nicht vielleicht irgendwie strukturell vielleicht noch anfälliger ist, also das System dafür, dass ja, Menschen vielleicht rassistische Vorurteile haben oder Na klar, also du was sprichst man jetzt da wahrscheinlich stimmt. auch Racial Profiling an, ne? Zum Beispiel, ja. Ja, also wie gesagt, ich meine, ich habe schon zu ein paar Polizistinnen und Polizisten Kontakt. Also ich war auch eine längere Zeit im Polizeisportverein hier in Karlsruhe als Übungsleiter tätig und hatte da natürlich auch Kontakte. Da habe ich jetzt nichts gemerkt. Aber wie gesagt, ich finde, man müsste es wirklich mal intensiv untersuchen. Also da ist wissenschaftliche Expertise gefragt. Ich glaube auch nicht, dass wir da mit Bauchgefühl groß weiterkommen. Also ja. Okay, ja, David, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen. Und zwar, ja, glaubst du hast reelle Chancen auf ein Mandat in Baden-Württemberg? Das kommt darauf an, ob die Leute das kleinere Übel wählen oder nach Programm. Ich befürchte, dass die Leute weiterhin das kleinere Übel wählen und dass ich deswegen kein Mandat bekommen werde. Aber ich setze mich dafür ein. Und das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste, dass ich für meine Überzeugung da eintrete und versuche, was zu verbessern. Und ja, man kann nur die Hoffnung haben, dass es ein bisschen was bewegt und ich ein paar Leute erreiche und die halt sagen, oh ja, finde ich toll. Und ich dann eben deren Stimme bekomme. Ja. Hast du irgendwie so eine Art Wunsch, ja, Wunschergebnis für die Landtagswahl jetzt oder vielleicht für Karlsruhe? Ja, ich meine, wünschen darf man ja viel. Wenn ich mir jetzt mal die letzten Wahlergebnisse der BDP anschaue, so um die 1% circa, 1, dann ja, würde ich mir 5% wünschen. Ich glaub aber nicht, dass das realistisch ist, weil ich nicht glaube, dass viele Leute von dem alteingesessenen kleineres Übel wählen halt abgehen. Also ich würde mich schon mega freuen über 3%, 2%. Das wären schon richtig gute Erfolge, finde ich. Ja. Mehr ist immer toll. Ja, wie gesagt, ich freue mich drüber, über jede Stimme, die ich bekomme. Und ja, wir bleiben aber auch außerparlamentarisch dran. Und da zählt ja auch jede Stimme. Ja, richtig.
Dann bleibt uns nur noch. Was, eine Sache vielleicht dazu noch, was weiß gar nicht, ob das so groß bekannt ist. Wir haben damals auch bei diesem, also damals sage ich schon, so lange ist es jetzt noch nicht her, bei dem Volksbegehren Artenschutz, was hier in Baden-Württemberg auch gelaufen ist, waren wir ja auch mit dabei und haben auch einige Textpassagen halt verfasst. Fand ich auch super, ja. Und das in Bayern ist ja auch auf eine ÖDP-Initiative sogar zurückzuführen. Das war eine Parteifreundin von mir, die das damals initiiert hat. Und mit so Sachen kann man auch was bewegen. Ja. Da hilft es natürlich, wenn man halt, ja, also jedes Komma Prozent hilft, weil man sagen kann, okay, wir haben so und so viele Leute, ja, die uns gewählt haben. Und hey, wollt ihr nicht vielleicht doch mal auch auf unsere Themen gucken? Ja. Insofern wird es, glaube ich, eher so auf dem Weg laufen. Ja, schauen wir mal. Ja. Alles klar, dann bleibt uns nur Alles noch, klar, dann dir bleibt uns viel noch. Glück zu wünschen und für das Interview zu bedanken. Ja, danke ebenfalls. Ich bin echt dankbar für die Möglichkeit und fand es ganz schön, eure Fragen zu beantworten. Danke. Oh. Ganz kurz, Bis Valentino, ja. Outro. Ganz kurz. Kurzes Outro. Ich habe euch nicht viel zu sagen. Es ist nur ganz kurz. Ihr werdet sehen, ich habe zweimal schneiden müssen, aber das ist okay. Kriegt das alles hin. Playlist bei Valentino oder bei mir oder Video bei Valentino oder bei mir. Ich weiß es nicht. Ja, so. Und jetzt sage ich Tschüss. So.